Schönen guten Abend, ihr Blutsauger, und herzlich willkommen zurück zu South Park. Ist es Zeit für Blitzfreak? So, es ist Zeit für Blitzfreak. Was ist das hier unten? Baby. Ich habe hier noch kein Schnellreiseding, leider. Ich müsste aber jetzt... Oh, hier. Perfekt. Zum Stadtbüro und dann nach unten. Läuft gut, Wunderarsch. Du bist der Wunderarsch. Wir sehen uns. Dankeschön. Ruf mich, wenn du schnell von A nach BBB musst. Ruf mich, wenn du schnell von A nach BBB musst. Ich überhol dich. Ich bin Ninja. Ich werde dich verprügeln. Ich hatte... Ungestraft mit Chaos an. Oh, besiege die Chaos-Lakaien. Nice. Ihr seid nichts gegen meine Armee. Chaos. Das muss Chaos mal alleine machen. Okay. Ja, kommt näher ran, Fertig zum ja, sind wir bereit. Wie ein Blitz, au, Timmy. Und danach ist er unsichtbar, das ist gut. So, jetzt stehen ich halte nicht mal an der Zitronella-Kerze. Die stehen eigentlich ganz gut, weil... Frissen und weg. Da, im Ernst, wenn ich noch einen Schluck nehme, platze ich. Er bekommt jetzt natürlich ein bisschen auf die Fresse. Ah, nee. Oh, Auto. Auto! Weg da! Ah, Mann, okay. Das ist immer doof. Und wieder auf die Bahn. Unordnung obsiegt. Perfekt, weil jetzt steht ihr nämlich optimal für eine dicke Arschbombe. Die war richtig gut. Jetzt fühle ich mich doch schon stärker hier. Den will ich gar nicht lasern, der stirbt doch eher am Gift. Dann kann ich dich eigentlich... Hol ich dich dann zwischen die beiden? Nee, da war, ich dachte, ich kriege ihn vielleicht dazwischen. Oh, der haut, die hauen gut drauf. Wann bekommt der Gift ab? Ja. Okay, der ist down. Und er sprengt sich... Oh shit, Human Kite brennt. YOLO! Eine Konterbrutalisierung. Das ist aber gut, wie ihr schon wieder... Oh. Ich finische eben den da oben. Oh. Scheiße. Moskito muss da weg. Moskito auf Blutjagd. Scheiße. Dich Chaos oder das Feuer. Oh, oh. Au. Selber. Zu mir. Überrennen wir sie. So die werfen hier mit DVDs. Ey, das gibt's doch nicht. Zeig uns, was du drauf hast. Aber der Knockback... Warte, na, das zählt nicht als Knockback da hinten. Ne? Nur, ja, stimmt. Map dran zählt nicht als Knockback. Ich. Weil eigentlich... Ich bin drin. Okay. Hier kann ich wenigstens Timmy heilen. Wohl bekommst. Sehr umsichtig. Ja. Mal sehen, wer zuletzt lacht. Oh, verkackt. Das ist doch nicht fair. Aber er ist jetzt unsichtbar. Grundgültiges Chaos. Oh nein, und dann noch der Feuerschaden gleich. Chaos ist unausweichlich. Na. Okay, den einen verprügel ich jetzt mit der Ulti. Hau sie weg, Neuer. Jetzt gibt's richtig Dresche. Zu. 119 Damage. Ich kann nicht mehr lange. Ist nicht schlimm. Du machst den Augenlaser. Nicht blitzen, Humankind. Was überlebst du? Beeilen wir uns. Und Timmy gibt ihm die Cricket. Das eine hat Cooldown. Heilung in 0,3 okay. Sekunden. Das habe ich gebraucht. Dann muss ich den ja nochmal austauschen, kurz. Die Stunde des Chaos steht bevor. Ah, geht's, Humankind? Und Ende. Glückwunsch, Superfreunde. Lass mich nur kurz an den Leichen lutschen. Oh Mist, das ist mir jetzt... Das wollte ich überhaupt nicht so sagen. Okay.
Eben mal kurz die Chaos. Ah, was ist hier los? Foto? Guck dich mal an mit deinem vielen Speicher auf dem Gerät. Roman. Du auch? Habe ich echt ja dazu gesagt? Und Sarah, hier die Instagram-Follower, komm nur so rein. Preise den Herrn, kleines irres Kind. Weiter geht's. Habe ich hier schon eigentlich ein Foto gemacht? So, kurz mal nach oben. Und hier, jawoll. Ein Szeneart, die Assassin's Creed Sachen. 40 plus Artefakte. Okay, da müssen wir. Boah, neue Frisuren. Eine Bemalung. Oh, alter Schwede. Jetzt hier, Gott sei Dank, dass wir das mal abgeholt haben. Das sieht auch unglaublich doof aus. Kleidung. Das hat was. Wow. Das sieht auch bescheuert aus. So, das sieht lustig aus. Haben ein bisschen okay geändert. Ja, guck mal, ich kann das jetzt wieder craften. Muss ja auch irgendwie so ein Quatsch mal. Ich verbessere den mal. Mal gucken, ob er das was bringt. Und, oh, hier haben wir nur eine Flasche für. Dann mache ich den auch mal. Ja, warum nicht? Das Level man nehme ich ein klein bisschen. Da haben wir schon. Jetzt haben wir was Neues. Oh, guck mal hier. Da kann ich die. Den kann ich upgraden. Ist der auf. Und den kann ich auch upgraden. Sind die auf 60. Genauso wie ich den upgraden kann. Der ist damit schon auf 40 jetzt gepusht worden. Okay. Jetzt haben wir neue Sachen. Moment, was ist hier denn noch neu? Muss ich runterscrollen? Okay. Puh, jetzt haben wir auf jeden Fall bessere Artefakte als vorher. Die muss man jetzt mal kurz abchecken. Sind auch hier sortiert. Das ist Ulti-Erholung plus 15%. War auf Ulti-Erholung aber sowieso schon immer. Der hat aber Knockback-Damage 88%. Den einen würde ich auf jeden Fall nehmen, aber ich sehe gerade noch nicht den Nutzen von dem anderen. Da finde ich immer noch Statuseffekte ein bisschen stärker, ganz angenehm, als Ulti-Erholung momentan. Dann würde ich den zweiten hier nur austauschen gegen den. Das Einzige, was mir das halt bringt, wenn ich das hier noch austausche, habe ich plus 6 auf Muskeln, Hirn, Mumm, Gesundheit und Bewegung. Also ich habe mit dem allgemeinen ein bisschen mehr. Vielleicht vorübergehend doch erstmal besser. Jetzt habe ich nämlich eine 120er Macht. Also ich lasse es dann erstmal so. Denke, das war jetzt gar nicht so übel. Und wir haben ein neues Outfit. Oh, hallo Schatz. So, mal kurz checken, was wir Aufgaben haben. Finde den Verdächtigen. Das ist ja auch hier oben, glaube ich, gewesen. Und der Burrito-Laden, der ist direkt, wenn ich wieder links hochgehe und dann einen nach rechts. Und der Verdächtige, der war hier. Da komme ich auch schon hin. Ja, ja. Okay, das ist beides auf einem Weg. Das heißt, ich kann aber erstmal kurz. Sind die blöden Viecher? Shit, ich wollte ihn anschießen. Okay, okay, die haben einen Hinterhalt. Wollen wir mal sehen, was sie können. Okay. Es ist ein großer Fehler, sich mit Kuhn und Friends anzuschauen. Einer von denen greift nur an. So eine geile Sache. Oh oh. Lass dich da von deinem Freund massieren.
Den Spruch kenne ich schon. Blitzfreak, zischt los! Blitzfreak greift aber von hier an. Bam! Du hast Fliegen zwischen den Zähnen. Lass nächstes Mal lieber den Mund zu. Damit der Spot noch frei bleibt. Dieses Blut. Ein Feind fiel. Okay, okay, das sieht gut aus. Ich bin jetzt dran. Er wirft einen Popel. Oh Gott. Au. Gefällt dir das, Vierklässler? In der Mittelschule gibt's davon noch mehr. Nehmt eure Medizin, Zwerge. Laut Wetterbericht, Hagelschläge. Oh, Human, kein Gehirn. Oh, alter Schwede. Ihr braucht schon Physik. Jetzt reicht's mir. Okay, ich bin aber unsichtbar. Der hat noch zwei Leben. Ich gönn mir ein bisschen Blut. Boah, was ein Kampf, ey. Sehr befriedigend. Siegreich. Langsam sollten die Bösen ihr Leben überdenken. Das war echt ein krasser Kampf. Damit ist was Neues in meiner Kiste. Oh Gott. Egal, erstmal kurz zu Cartman gehen. Das hier noch aktivieren. Achso, ja, Moment. Das wollte ich. Das war das, was ich bei Cartman überhaupt machen wollte. Jetzt teleportieren wir uns. Kann ich von Nutzen? Beziehungsweise, wir reisen einfach nur schnell, ja. Teleportieren klingt so falsch. Bitte schön. Ja, ja, keine Sorge, wir kommen dann noch rein. Rein in den Taco-Laden. Willkommen bei Freeman's Tacos. Wenn dich irgendwas hier drin anmacht, dann lass es mich einfach wissen. Oh, schöner Laden, schöner Laden. Oh, ich bin Selfie mit Freeman. Der Filmstar Morgan Freeman ist im Moment nicht bereit, ein Selfie mit dir zu machen. Och, Mann. Geiler Laden. Hier kannst du deine Zutaten x-beliebig mischen. Ja, wir finden noch weitere Bilder. Oh nein, das schon wieder. Boah, das war schon, ist das jetzt schon wieder Mist. Coole Moves. V, F und Z. Lol. Ja, das war schon wieder nix. Naja, wenigstens besuchen wir die Klos alle mal, ja? Ist vielleicht nicht gut, aber einmal besuchen ist schon okay. So, und jetzt gib mir einen Taco, Freeman, bitte. Bei Freemans Tacos craftet man alles selbst. Du weißt, wie das geht, oder? Öffne einfach das Crafting-Menü, dann können wir anfangen. Du kannst Essen kombinieren, wie du willst. Erstmal ein Grundnahrungsmittel, der Burrito. Ja. Warme Tortilla drumherum gewickelt um, naja, um irgendwas anderes. Hier, alles, was du für den Anfang brauchst. Hier steht, wie viel Essen du brauchst, um diese Tortilla zu füllen. Jetzt schmeiß einfach alles zusammen. Gut gemacht. Nach deinen ersten Schritten im Crafting können wir reinhauen. Du kannst Essen kombinieren, wie du willst. Probier aus, was passiert, wenn du einen Burrito mit einer Enchilada kombinierst. Herzlichen Glückwunsch. Aus Enchilada und Burrito hast du einen Enchirito gemacht. Das hat vorher noch nie jemand geschafft. Jawohl, wir haben einen Enchirito. Was soll's. Nimm noch ein paar Rezepte. Die retten dir vielleicht einen dämlichen Arsch. Okay. Damit haben wir ein paar Crafting-Rezepte. Der Kinetikspiegel, ein Uhrwerk, ein neuer 40er Gürtel. Kostüme! Na, endlich. Aber nichts sonderlich Cooles. Aber wir machen die natürlich.
Einfach weil wir dadurch leveln. Sind einmalig herstellbar. Und damit leveln wir ein bisschen das Craften. Ab Level 10 gibt es dann das hier. Und hier Level 12 wären dann die Nordmann-Sachen. Okay, das war gut. Oh, da ist aber so viel wieder dazugekommen. Das ist wieder alles neu, deswegen einmal kurz. Das passt auch, aber... Character Bow. Ja. Auch das haben wir. Was haben die angeklickt? Die blauen. Okay. Nur noch eine Sache. Oh nein. Es soll so mächtige Fürze geben, dass sie sogar das Raumzeitgefüge verbiegen. Pass auf da draußen. Er weiß einfach mehr als ich. Das ist ziemlich gut, Neuer. Komm zum Kuhn-Versteck. Wir sollten deinen Charakter ausbauen. Kuhnende. Jetzt kann ich diesen Moment nur noch für die Geschichte festhalten. Mit einem Selfie. Genau, ich wusste, dass das jetzt klappt. Juhu. Wir haben Freeman morgen Freeman Selfie, okay, das soll ich sagen. Das machen wir nie wieder. Egal, ich hab's. Bevor wir jetzt bei Cartman abgeben gehen, hol ich noch den Verbrecher. Oh, ich loot noch die Kiste hier. Wir kommen gleich zu dir, Kuhn. So, oh Gott, Moment, das ist der Weg. Das muss gehen, jetzt. Aha, ein wichtiges Bild. So. Katzen verschwinden nicht einfach so. Wo sind sie? Willst du ein Selfie mit mir? Okay. Noch ein Selfie mit Hundekacke. Sehr wichtiges Selfie. Wow, sehe ich echt so ab. Ich hänge mit dem Neuen, meinem Kumpel, ab, ja. Und wir nehmen noch weitere suspekte Bilder mit. Leute, ich hoffe auch, ihr hattet heute wieder einen schönen Abend gehabt und auf dass wir uns morgen wiedersehen. Würde mich natürlich sehr freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.